So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Twin24 hier auf meinem schicken Kanal mit mir, natürlich dem Enzi. Man. Ja, wir waren ja jetzt letztes Mal hier dran an dem Verkehr von hier. Nicht ganz so sauber ist es bisher. Wir hoffen mal, es wird immer nach und nach ein bisschen besser. Und wir müssen auch langsam mal dran denken, dass wir hier oben auch mal ein bisschen Essen brauchen und nicht hier unten, weil sonst ist das ganze Essen hier unten und wir haben oben nichts. Das wäre ziemlich, ziemlich traurig. Das heißt, wir müssen nach und nach jetzt mal langsam wieder Geld sammeln, um mindestens einen Fahrzeugverkehr hierher zu herzuschaffen. Er wird zwar 30 Jahre dauern, ehe man hier drüben ist. Im Moment noch. Aber solange wir keinen großartiges Geld haben, können wir nicht viel anfangen. Können natürlich auch keinen Zugverkehr bauen. Wo müssten wir eigentlich überhaupt hin? Wir müssten hier rüber. In dieses Gebiet hier. Ich würde einfach mal sagen, wir probieren jetzt was. Und es tut mir leid, im Hintergrund hört man noch meine Waschmaschine. Ich bin nämlich gerade noch am Wäsche waschen. Weil ich ja sonst keine Zeit dazu habe, weil heute ja eigentlich wieder ein Livestream kommen sollte. Bin mal gespannt, ob es klappt. Wir werden jetzt mal nach und nach mal langsam hier ein bisschen ausbauen und werden einfach mal was probieren. So, leider war es das erstmal mit unserem Geld, was wir bauen können. Wir haben jetzt erstmal hier so einen ganz kleinen Verkehr gemacht. Hier soll dann später die Bahn lang fahren. Das heißt, sie fährt dann hier runter, fährt dann hoch, da. Das heißt, wir brauchen ja hier noch so einen Zweig, wo man hier so abrennen kann. Also so rumfahren kann. Das heißt, den müssen wir von hier oben etwas bauen. So, wir haben ja wieder ein bisschen Geld. Wir kriegen nach und nach richtig gutes Geld. Muss man... Also, das ist echt geil, was man hier so teilweise als Geld bekommt. Bin ich vorhin echt stolz schon. So, wir kommen sehr, sehr weit schon. Also, so weit ist es zwar nicht mehr, aber wir kommen doch schon ziemlich weit. Also, da bin ich auch recht gut drauf, dass wir hier noch was hinkriegen. So, da haben wir wieder nach und nach ein bisschen Geld bekommen. 35 ist zwar nicht viel, aber ein ganz kleiner Anfang. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere, warum baue ich denn so kurvenreich? Das hat was damit zu tun mit dem ganzen Geld. Wenn ich hier jetzt runterbaue, dann ist das schon sehr, sehr teuer. Als wenn ich so nach und nach so ein bisschen Schlängellinie, ist für den Anfang recht gut. Und später brauchen wir es vielleicht nicht ganz so sehr. Aber es ist schon ganz in Ordnung. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir eigentlich hin müssen. So, da haben wir den Bahnhof jetzt hingebaut. Und jetzt fehlt eben nur noch der Anschluss. Und das war's. Jetzt brauchen wir eben nur noch die Bahn jetzt hier so verbinden, dass die eben da und da lang fährt. Das heißt, Linie bearbeiten. Nach der 2 fährt da hier hin. Und danach fährt er hier hin. Und sobald er dort angekommen ist, fährt er hier hin. Und sobald er da angekommen ist, nein, ich möchte nur die eine Station hier entfernen. Okay, es ist zwar nicht ganz so logisch, die Reihenfolge, aber sie stimmt schon. Jetzt warten wir eben nur noch, bis hier nach und nach ein bisschen Essen ankommt. Weil hier muss ja dann auch Essen anliegen. Hier haben wir 18, das ist doch schon recht, recht viel. So, ich habe kurz mal die Waschmaschine ausgemacht, weil sonst wird das ziemlich, ziemlich nervig. Ich habe in der Zeit die Waschmaschine ausgemacht, habe ein bisschen Franzen geguckt und der ist noch nicht mal hier angekommen. Also das ist dann doch schon ein bisschen traurig, wie lange man eigentlich so fährt. Und wir sehen, wir kommen hier langsam ins Plus rein, wenn noch hier oben der Verkehr langsam angerollt ist. Wir bräuchten vielleicht nur ein bisschen mehr Waggons noch an dem Zug. Wir holen uns mal hier noch einen davon. Na, holen wir uns zwei. Und schicken den Zug mal ins Depot. Einfach nur ins Depot schicken und dann können wir die Waggons nach und nach noch ein bisschen dazu bauen. Weil wir 20, das reicht jetzt langsam nicht mehr. Wir müssen hier ein bisschen Ware bringen, damit hier wirklich alles angeregt wird. Zwar dauert das jetzt nach und nach ein bisschen, aber wir können ja auch nichts anderes jetzt tun. Er fährt eben danach wieder gleich hier rüber und holt gleich das Essen ab und so. Das läuft alles perfekt. Mehr wollen wir auch erstmal nicht. Einmal essen hier, das ist 0, nichts. Aber ich würde mal sagen, wir bearbeiten auch da schnell mal die Linie, damit er gleich die Tiere abholen kommt. Im Moment ist ja keine Produktion mehr, aber sobald, ach, wir können ja nicht. Na doch, wir können rausfahren lassen und dann umdrehen lassen. Würde funktionieren. Müssen wir dann eben nur ein bisschen hin und her machen, aber es würde funktionieren. Wir haben jetzt hier 27 drinnen und der Zug ist eingetroffen.
zu dazu und halt nein, ich möchte bitte noch ein bisschen Züge kaufen. Wenn das Geld reicht, ich sehe es ja immer nicht. Ich sehe nichts. Nice, wir haben 19. Wir haben fucking 15 Dollar, okay. Oder 15.000. So, Linie zuweisen, das ist die Linie 4. Jetzt wollen wir mal gucken, vielleicht können wir den gleich umdrehen. Da holt er nämlich zuerst das Essen ab, oder die Dings, die Kühe oder das Vieh. Die sind aber noch 11. Warum? Man hat denn jetzt... Hä? Okay, es sind Sachen, die braucht man nicht kapieren. Oder ist die Produktion so schnell angefahren? Also 28 ist voll, nice. Und jetzt verdienen wir auch ein kleines bisschen mehr. Wir haben hier schon 120 verdient. Man kann ungefähr sagen, jeden zweiten Monat fast. Dauert ja extrem lang, bis er hier hin und her gefahren ist. Und dann gucken wir mal hier oben, wie sich der Transport von den Leuten entwickelt. Wir nehmen uns einfach mal hier den Zug, nehmen uns die Linie, nehmen uns die Finanzen und gucken uns das mal Ganze an. Nicht ganz so blenden, also es ist nicht so super süß. Vielleicht können wir jetzt mal noch eine andere Stadt uns schon mal anfahren lassen, um das mal auszuprobieren mit diesen zwei, Terminals, also mit den jeweiligen anderen Eingängen, dass man vielleicht hier auf den Berg hochfährt, nach Tittersee. Mal probieren, dann eben hier hin, dann hier rum, einmal eben im Kreis fahren kann. Wie so eine Modelleisenbahn, so von außen nach innen, und es wäre, glaube ich, echt nice, sowas zu bauen. Gucken wir mal, wir haben hier jetzt 22 Leute, 23, 24 passen rein. Wir sind theoretisch immer voll und kriegen dafür aber auch recht viel Geld. Ich bin mal gespannt, wie viel das waren. Und das kann man ja machen, indem jetzt der Transport für Essen hin und her geschickt wird. Gucken mal, hier wartet nichts mehr. Hier wartet nichts mehr an Essen. Das ist natürlich die Frage. So, mit gut Glück haben wir gleich Essen hier. Dann könnte ich nämlich den Zug mal kurz anhalten. Er kostet uns natürlich jetzt was. Also könnte ich den vielleicht auch wenden. Boah, ich kann gerade mal auf 2 ausbauen. Das ist schon bitter. Ja, wir warten jetzt eigentlich, bis hier irgendwann mal Essen ankommt. Ich hoffe es mal, weil... Warum soll er die ganze Zeit hier Linie 5 hingeben, anstatt hier auf die anderen Linien mal zu verteilen? Weil der ist immerhin... Der ist ja immerhin dran und... So, aber der kostet mir jetzt langsam. Der, oh, jetzt. Jetzt wird langsam mal das Essen ankommen. Das freut mich. Also wir warten jetzt mal... So warten wir jetzt mal. Warten mal ein bisschen auf das Essen, weil sonst lohnt sich das nie loszufahren und dann wartet dort unten 300 Essen und so, und hier oben warten ja auch schön die Leute, das freut mich, also das freut mich extrem, dass hier oben so die Leute extrem warten, die wollen aus Neu-Ulm raus und wollen alle hier rüber und von hier drüben wollen aber wenige dort rüber. Was gibt es denn hier in Treps, oder sind so viele dort drüber gefahren und wollen jetzt wieder zurück? Wäre natürlich eine ganz gute Möglichkeit. Ach fuck, warum ist denn... Warum geht denn das Essen nach unten? Verdirbt das jetzt so? Oder wird das hier dann hier rüber geleitet? Oder weil die Strecke noch nie so angefahren ist? Das ist noch so eine andere Sache. Das interessiert mich gerade so extrem. So, wir müssen uns mal überlegen, wie wir jetzt langsam an Geld rankommen. Aber hier unten kommt echt nichts ran. Wir wurden zwar extrem viel abgeladen, fast 30 Stück, aber... Es kommt einfach nichts ran. Wir müssen uns auch mal überlegen, jetzt wirklich, wo fahren wir als nächstes hin. Ich wäre wirklich für Tittersee. Wollte man in die Richtung gehen. Es fragt sich eben nur, wie ich dort rüber komme am besten. Mit möglichst wenig Geld. Wir werden, wisst ihr, was wir jetzt machen? Pausieren erstmal kurz das Spiel. Und leihen uns noch mal ein bisschen was an Money. Und werden mal den hier ausbauen auf... die zwei Gleise und können von dem hier dann Gleis 2, es wird dann noch später vorne die Anbindung gehen, aber erstmal mache ich hier hinten Gleis 2 ran. So, wir fahren einmal an der Straße entlang. Das finde ich auch so richtig, richtig geil, wenn so die Züge direkt an der Straße ran. Also das gefällt mir wirklich, also wenn vorhin dann noch die, das eine Dampflok ist oder so. Wisst ihr, wie geil es einfach ist? Hier in einen Kopfbahnhof. Wir werden hier einfach mal in einen Kopfbahnhof reinfahren. Oder wollen wir einen Durchgangsbahnhof? Das ist jetzt, das ist so die Sache, weil da müsste man nochmal eine Straße bauen. Oh, dieser Abriss, das ist nervig. So, jetzt können wir den hier hinbauen. Ich habe nämlich gerade den falschen Bahnhof gebaut. Können wir es jetzt so miteinander verbinden und das passt wunderbar. Und jetzt werden wir mal gucken, wir brauchen jetzt von dem hier aus. Kommen wir noch auf Gleis 2 hoch.
jeweils dann nochmal die Ein- und Ausfahrtssignale von dem Gleis raus. Oder warum sind jetzt alle hin und her gesprungen? Also das habe ich jetzt auch nicht gerade kapiert. So, Linie 1 bleibt auf Gleis 1, das ist ganz wichtig. Das soll Terminal 1 bekommen und nicht Terminal 2. Ja, wäre es auch, wenn man noch die einzelnen Züge so sagen kann, okay, du fährst auf Gleis 1, du fährst auf Gleis 2. Das wäre noch krasser, was man so einstellen könnte. Oder eben nach zwei Fahrten fährst du eben jetzt die Strecke oder die Strecke. Wisst ihr, wie krank das wäre? So, jetzt müssen wir mal gucken. Das wird sich ja sicherlich jetzt alles lang, nach und nach kümmern, wenn wir jetzt noch einen Zug draufsetzen. Oder ich sage einfach, jo, okay, du Zug, du wirst jetzt umgebaut und du bekommst einfach noch ein paar Waggons dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ist jetzt die Sache, baue ich noch einen hin oder? Nein, ich baue 9, hier. Machen wir es so. Ein 6er Zug und der bekommt eine neue Linie und zwar diese Linie wird dann erstmal die hier sein. So, Treps Gleis 2, das ist richtig, Terminal 2 soll feststehen. Und jetzt werden wir mal alle Züge kontrollieren müssen. Wir haben jetzt Zug 3 und hier bleibt immer noch kein Essen. Und hier sammelt sich das lang, also das ist langsam für mich, ich werde mal leiser machen, nicht verständlich. So, hier sammelt sich das die Kühe, da soll mal in den ins Depot fahren. Ich will mal was probieren. Hier ist nur Produktion. Kann man das nie einstellen? Der soll auch mal hier was abgeben. Guck mal, die brauchen 3 Jahre, ehe sie dort oben sind. Hier und hierhin. Ist ja alles richtig. Hier brauchen auch Essen. Also so ist es ja nicht. Ja, okay. Das ist schon sehr, sehr besser. Es ist sehr, sehr besser, ja. Viel, viel besser so. Ach, wir haben hier eine Brücke. Genau, okay. Wo sind jetzt die verschiedenen Züge? Das kapiere ich gerade nicht. Also hier haben wir noch den Zug 1. Wo ist der andere Zug? Ach, der wartet noch hier drin. Okay. Und das ist Zug 4. Wir können eigentlich wieder beschleunigen. Und hier wollen wir jetzt mal noch einen Zug davor kaufen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Linie zu weisen, Linie 4. Oder ob das einfach nur viel, viel teurer wird jetzt. Also er fährt bisher 40 durchgehend. So, warte mal. Der wartet immer noch auf dem freien Weg. Weil der... Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken... Sobald der Zug hier ist, muss er angehalten werden. Also sonst kommt der nämlich nicht raus. Das ist der Zug, der wartet jetzt auf dem freien Weg. Was wir aber eigentlich auch noch hätten machen können, jetzt hier Einfahrt, Ausfahrt noch Signal rein. Und es scheint so, als ob der Zug doch relativ schneller scheint. Also fährt doch schon durchgehend 40. 28. Ich weiß es echt nicht, ob das was bringt. Wir werden es ja dann sehen, vor allem auch am Geld, ob es plus minus macht und so. Aber trotzdem ist es doch schon ziemlich, ziemlich kotzig, dass hier keine Ware abgegeben wird. So, stopp. Wir müssen jetzt mal kurz, ganz ruhig. Der Zug fährt gerade über die Brücke. Okay, gut, ich kapier's. Der Zug fährt gerade über die Brücke, das ist der neue. Der wartet auf die Ausfahrt, weil das Gleis noch nicht freigegeben ist. Bis zu dem Begegnungsgleis, das ist richtig. Der kann das Anhalten rausnehmen. Wir haben die Borsing. Gerade wo ich... Oh, so, jetzt fährt der... Achso, jetzt... Okay. Wollen wir mal gucken, ob die Borsing viel Unterschied macht. Im Gegensatz der anderen. 4045, die hat viel, viel mehr PS-Leistung. Das heißt, unser Güterverkehr geht wieder ins Depot rein. Die haben sie jetzt alle eingependelt. Der müsste jetzt losfahren, genau. So, Kauf, Verkauf, Kaufen. Nicht genügend Geld. Wir sind sogar im Minus. Borsing, komm. Und Linie zu weisen, Linie 4. Wir müssen die Linie auch mal beschriften, aber... Ach, weil er jetzt in Gleis... Warum ist denn dann Gleis 1 reingefahren? Stopp. Dann müssen wir eben jetzt schon mal Dings bauen, Gleis hier. Und mal schnell noch die Signale hin klatschen. Möchten den vielleicht nicht gleich so gemacht, aber... Ja, gut. Hier warten 17 Leute, also hier könnte man sagen... dass man hier noch Straßen mehr holt. Hier 1, 2 auf die Linie 3 drauf. Und wie sieht es denn hier drüben aus? Hier drüben geht das eigentlich. Also drüben hatte man jetzt noch welche gebraucht, aber okay. Gut, hier oben warten noch keine Leute. Hier müssen wir auch nächstes Mal dran denken, ein
Hier müssen wir dran denken, nächstes Mal auch einen öffentlichen Personennahverkehr noch zu bauen, damit die Leute besser im Bahnhof kommen und nicht die ganze Zeit nur laufen müssen. Und das machen wir nächstes Mal, weil der Part nämlich jetzt vorbei ist. Ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch einen Daumen. Wenn nicht, einen Daumen nach unten, schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt euch, wenn ihr es wollt. Ciao, ciao.